Apropos Hunger, Blacky, hier ist noch eine Kartoffel. Eine ganze, dass ich das noch erleben darf. Und wir haben die Malerei erforscht. Sehr schön. Berufs ist wieder da und die Möwe. Ja. Blacky, ich habe hier noch zwei rohe Sachen hingelegt. Okay, mir fehlt doch ein Stück. Ich habe nur gerade was mit hingelegt gehört, weil Hai war laut. Hier Nahrung, Nom Nom. Braten, hinter dir, genau. Oh, repariert. Ist wieder ein Lachs, der passt da nicht hin. Ach, Entschuldigung. Das erklärt, warum man nicht gedingt ist. Das ist vermutlich der Lachs, den du schon fünfmal angedreht bekommen hast. Und eine gebratene Rübe habe ich eigentlich zurück ins Inventar gelegt. Nee, war ein ungebratener. Ich habe jetzt hier eine gebratene und ich habe die eigentlich weggetan. Kannst ja mal gucken, ob die jetzt wieder ungebraten ist bei dir. Gegarte steht jetzt da. Okay. Ich habe mich auch verguckt. Jo. Soll vorkommen. So, ich würde jetzt noch mal ein bisschen angeln. Jo. Oh, ich sollte was essen. Was haben wir denn da Schönes? Ah, gegarte Kartoffeln sind doch gut. Boah, wie viel kann man dann sagen? Gehst du da weg? Und dazu noch ein Hering. Wir würden halb so gut schmausen werden, hätten wir Blacky nicht. Ah. Ja, da ist sogar ein ganzes Fass im Netz. Auch schon gesehen. Huhu, ein Dekopäckchen. Nee, ein Stuhl. Vorhänge. Vorhang. Toll. Das ist so super, was man ja alles kaufen, also bringt, bekommt. Okay, der Vorhang ist noch alberner. Oh, Minecraft-Musik. Stimmt. Bei mir ist gerade keine Musik mehr. Das ist ja. Ach ja, weil ich die Zwischenstände recht lang gehalten habe und ich glaube, ich habe die Musik auch relativ leise. Gehst du? Das ist unser Floß. Du hast ja nichts zu beißen. Oh, es regnet wieder. Das ist sehr gut. Jemand macht unseren Bewässerungsjob. Finde ich gut. Plötzliche Musik. Stimmt, ganz minimale Musik ist gerade auch. Jetzt. Warum genau saß der Vogel auf der Vogelscheuche? Ich habe keine Ahnung, was mit diesem Vogel abgeht. Blacky, links neben dir liegt doch eine rohe Kartoffel. Ich habe absolut keine Ahnung, was mit diesem Vogel abgeht. Und Ja, wie warum der gesagt, so. der Vogel hing auch an der Vogelscheuche. Vielleicht soll das auch symbolisieren, dass er halt nicht an dem Zeug frisst, sondern an der Vogelscheuche. Ja, ich glaube, das tut er auch, weil die Vogelscheuche muss dann nämlich auch reparieren. Na komm.
Ich hätte gerne etwas Plastik, was sich hier in den Netzen verfängt. Das wäre super. Ich habe gerade nur 2 Plastik. Ja. Na, da kommt wieder ein Plastik an. Und okay, Wels passt auch nicht drauf. Es gibt also 4 Fischearten. Nein, 5 Fischarten. Blackie, du hast da übrigens 2 neue Kisten für den Fall, dass du auslagern musst. Welche da wären? Links von der Baukiste. Ich glaub, ich sehe sie. Ja. Weil ich glaube, wenn du viel Zeug machst, dann brauchst du auch sehr viel Platz. Ach komm. Ich kann sie doch mit den Fingern greifen. Na, verdammt. Oh, wir können jetzt Abfalleimer bauen. Sehr gut. Wir schmeißen den Müll einfach ins Meer, weil das mehr gibt. Das nimmt. Ja. Lustigerweise brauchst du für den Abfalleimer ein Scharnier. Wirf deinen Abfall hier hinein, statt in den Ozean. Ist klar. Das widerspricht vollkommen unserer Religion. Mhm. Insel links, aber da kommen wir nicht mehr ran. Ich hab mein Wasser geschaut. Was kommt hier hin? So, in der einen Essenskiste, die rechts ist, sind jetzt die Sachen drin, die man nicht essen sollte und kann. Okay. Also rohes Zeug und so. Ja, wer isst schon rohes Zeug? Das machen ja nur wirklich die Verzweifelten. Also wie vorhin. Nah. Würden wir doch niemals tun. Also Sushi ist ja zubereitet, also. Aber nicht gegart. Nein, aber zubereitet. Ach komm schon. Ei. Na toll, das gute Netz, was ich gerade erst hingebaut habe. Das gute Netz. Weißt du eigentlich, wie teuer so ein blödes Netz ist? Nein. Ich glaube, das juckt ihn auch nicht so. Ja, solange er beißen kann, ist ihm das egal. Oh. Bist du? Ah, wir können jetzt den Federkiel bauen. Hm? Das heißt, wir können unsere Memoiren aufschreiben. Wenn wir herausgefunden haben, wie Tinte geht. Bitte, was geht? Tinte. Achso. Nicht das, was du verstanden hast. Was habe ich denn verstanden? Wahrscheinlich wieder irgendwas Versautes. Was soll das denn heißen? Dass du nur versaute Dinge verstehst. Nur Versautes. Das ist ja wohl Quatsch. Was versaute Sachen angeht, total unschuldig. Mhm. Das weiß ja jeder. Ja. Blacky, ich tu mal deine zweite Essenskiste neben die erste Essenskiste umlagern. Mhm. Dann sind sie quasi beieinander. Und pack noch ein rohes Ding dazu. Ne?
Dementsprechend ist das Essen. Dann nicht mal wieder. Ja, ich habe dir auch ein paar Rüben und sowas in die Kiste geschmissen. Na gut. Ach komm! Du doofer Vogel. Ja, gib's ihm. Und, nein, diesmal kein Geschenk, schade. Aber die neue Angel hält direkt viel besser. Das ist gut. Also wirklich deutlich. Ich meine, genau deswegen haben wir sie ja erforscht. Wozu das passt hat? Ja, klar. Hm? Weil da ist wieder ein Geschenk drin. Mal sieht eine Holzbadewanne. Nein. Juhu. Endlich Wasser. Moment. Ich frage mich jetzt nur Möbel natürlich. Ja klar. Oh, wir haben auch ein Trophäenbrett, was wir herstellen können. Klein, mittel, groß. Wow. Und ein Motivationsspruch, oh mein Gott. Oh toll. Lass uns eine Wand bauen, damit wir mit in den hinein können. Mhm. Seite. Gehst du da? Sieh, jemand hat den Vogel erschlagen. Ich hab's versucht. Ich habe ein Achievement dafür gekriegt, dass du es gepackt hast, also. Dafür, dass ich ihn erschlagen habe, ist er jetzt doch ziemlich weit geflogen. Boah, vielleicht hast du ihn gut getroffen. Das könnte natürlich sein. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Ich meine. Ihn zerlegt. Ja, okay. Dann hast du ihn erschlagen. Das ist auch okay. Ich brauche noch Seide. So, also rein theoretisch alles, was uns so über den Weg kommt, sollte eigentlich eingefangen werden. Außer es ist unter Wasser. Lass mich hier raus. Ich bin halt satt. Au. Das heißt, zumindest Schrott und so ein Zeug sollte uns jetzt erstmal längere Zeit nicht ausgehen. Übrigens, man kann die auch direkt nebeneinander machen, ne? Glaube ich. Ja, brauchst du aber nicht unbedingt, weil die Dinger müssen nur so halb nebeneinander kommen und dann landet das Ding schon drin. Und gerade die großen Sachen. Oh, wir haben einen mehr Stuhl. Ist mehr. Ja, aber das Zeug kostet halt Nägel. Mehr. Ja, dann sammel du halt den ganzen Schrott. Ich muss ja angeln. Nee, ich glaube, also das, was vorbei nebenbei schwimmt, wird er ja von einem der beiden aufgefangen, der hat schon recht. Außer es stark. Und es gibt natürlich immer wieder irgendwas, was dazu. Komm. Oh nein, er hat uns ein Stück weggefressen. Nimm das, Bruce. Dann baue ich halt ein neues. Dann baue ich halt ein neues Stück. Nee, nee, nee. Ich meine, wir haben hier so wenig Ressourcen, das stört uns total.
Ja, gut, wenn das Zeug direkt zwischendurch kommt, dann wird es schwierig. Aha. Aber dafür muss es auch richtig treffen. Und was ist jetzt gerade aus? Wir haben so wenig Ressourcen geworden. Also haben wir offensichtlich genug Ressourcen, um sowas zu bauen. Damit wir noch mehr haben. Ich baue es doch gar nicht. Mhm. Ich erweitere lediglich die Sammelfläche. Hab ein Wasser geklaut. Sehr gut, mache ich auch. Schwimmt der Hai gerade unter? Ja, offensichtlich. Ja, ja. Der macht da dummen Tisch. Ja, ja, der macht das, wie er will. Mhm. Guck mal, was da an Fässern kommt. Ja. Weihnachten in Kammeln. Weißt du noch, damals, als wir Weihnachten das ganze Plastikzeug in den See geworfen haben. Mhm. Jetzt kommt es wieder. Es war nicht vergebens. Ich brauche gar keine Inseln, ich habe hier alles, was ich brauche. Ja. Guck mal, was auf dem Grill liegt. Bei mir ist der Grill gerade unter Wasser. Naja, es ist halt gesalzen. Möwenschenkel. Möwenschenkel. Gesalzene Möwenschenkel. Jetzt riecht weihnachtlich. Insel voraus. Halt, Moment, du bist die hohe Kiste. Da würde ich doch gar nichts haben. Davon will ich was haben. Man muss sich ausgewogen ernähren. Ich weiß, dass wir noch Skorbut kriegen hier. Richtig. Ach, das Wasser ist noch in der Mache. Ja, das macht Sinn. Das dürstete mich gerade. Ja, ja. Das habe ich mir gerade auch gedacht, dass ich mal wieder entdürsten könnte. Bräuchte ich noch irgendwo ein Palmwedel her? Danke, Spiel. Und diese Steilvorlagen mit Palmen und Wedel. Dass das hier ein seriöser Stream ist. Ja, es ist vollkommen seriös. Bist du Salzwasser oder bist du... Mensch, ich bin Mensch. Ich dachte jetzt eigentlich eher an das Gewässer, was ich da gerade in der Hand hatte. Ist ein ganzes Gewässer in der Hand? Ja. Ja, man kann also die Palme dann einfach wedeln. Ja, genau, wedeln. Das war genau das, was ich sagen wollte. Man könnte sie theoretisch jetzt schon fällen, wenn wir Not hätten. Aber tut das denn Not? Jetzt gerade glaube ich nicht. Gut, stopfen wir mal das Zeug so halbwegs in die Kisten.